Preiswerte FIFA 14, Ultimate Team Coins, Game Keys und Game Cards findest du bei meinem Sponsor MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge des FIFA 14 Karrieremodus. Und ihr seht schon oben im Titel, heute mit einem absoluten Kracher in der Fußball-Bundesliga, nämlich der 19. Spieltag in Dortmund gegen den BVB, gegen den zweiten der Bundesliga. Das wird nicht einfach werden für eine Mannschaft wie Augsburg, aber ich denke, wir fahren trotzdem mit relativ breiter Brust dorthin. Haben ja zuletzt 3-0 gegen Pauli gewonnen, danach jetzt im letzten Part das 2-1 gegen den VfB Stuttgart. Heißt, wir sind doch relativ gut drauf. Ob es dann aber für den BVB reicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber wir werden es probieren, ganz klar. Sonst würden wir da nicht hinfahren und wir werden auch ein bisschen was ändern, denn ich werde heute nicht mit zwei Stürmern auflaufen, sondern nur mit einem, damit wir so ein bisschen im Mittelfeld kompakter auftreten, sprich, ich glaube sogar mit einem 4-2-3-1, ja, mit einem 4-2-3-1. Werden wir es probieren, Şalhanoğlu denke ich wieder auf der 10, wenn er fit ist, so schaut's aus, Goretzka auf der 6, Esswein rechts, Hahn links, Şalhanoğlu da, Altintop noch raus und da darf nämlich heute Neuzugang Schuster von Beginn an ran. Ich bin mal richtig gespannt. Vorne machen wir noch Mölders rein. Zuletzt das Tor erzielt auch mit einer stark nach oben zeigenden Formkurve. Richtig, richtig top der Typ momentan. Schuster ja im letzten Part letztendlich zu uns gestoßen. 28 Jahre, jung, alt, was auch immer. Ich denke, perfektes Fußballalter. Ist ein Führungsspieler. Und das soll er heute unter Beweis stellen. Ich denke, zusammen mit Goretzka haben wir da eine richtig, richtig geile Mischung. Spielerisch super Qualität. Und noch dazu, was die Defensive angeht, auch richtig starke Werte, die beiden. Also von dem her, in der Defensive sieht es heute ganz gut aus. Und die Defensive muss auch gut aussehen. Gegen den BVB auf vereistem Boden, Schnee liegt im Signal Iduna Park. Legende natürlich wieder. Und der Schiedsrichter, der Herr Steffen Schwurbel, heute im Signal Iduna Park. Ich bin gespannt. 19. Spieltag, wie gesagt, den 18. den haben wir gewonnen. Gegen den VfB Stuttgart, auch wenn es knapp war, in der 90. Minute. Das haben wir uns erarbeitet, da haben wir Gas gegeben. Im zweiten Durchgang gegen den VfB Stuttgart eine richtig klasse Partie gezeigt. Und da wollen wir heute dran anknüpfen. Ihr seht's, es fällt Schnee. Das erste Mal, glaube ich, im Augsburg Let's Play, dass wir hier Schnee haben. Aber soll uns nicht weiter stören. Gucken wir noch schnell rein, ab in die Tabelle. Wir haben hier den Vorsprung auf die Abstiegsplätze krass vergrößert, stehen momentan auf 11 mit 21 Punkten aus 18 Spielen. Das ist, denke ich mal, ganz ordentlich. Das ist in Ordnung, das passt soweit. Die 40-Punkte-Marke, das ist unser Ziel. Sprich, nicht abzusteigen. Und wenn wir das erreichen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dann kann man immer noch gucken, wie es weitergeht. Gleich mal aus Schrolleck da, zieht in die Mitte, zieht hinten Goretzka. Wir müssen halt aufpassen, lange, weite Bälle, die könnten eventuell nicht gehen. Aber über die Außen, das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Verhaak, oh, kommt da fast noch vorbei. Leider nicht ganz. Mölders, nee, Schuster ist das. Gut gespielt. Oh, der Ball war richtig schlecht. Und wir müssen aufpassen. Dortmund hat ganz, ganz schnelle Leute. Heute allerdings mit Schieber, der ist nicht ganz so schnell zum Glück. Ich mach mal defensiv, der geht ja ins Aus. Und Konter, das ist erstmal die Taktik, mit der wir hier und heute den BVB ein Bein stellen wollen. Mal gucken, ob das so klappt. Klavan, Goretzka. Wohin mit der Kulle? Oh, so nicht. Schieber. Julian Schieber, war das Schieber? Mkhitaryan jetzt am Ball durchgesteckt, da ist Reus. Das wäre bitter, Freunde. Blaschikowski, Hitz holt ihn raus. Da dürfen wir nicht leichtsinnig werden im Mittelfeld. Auf einmal war der Ball weg und schon fast im Tor bei uns. Gibt jetzt den Eckball, Reus mit der Flanke. Klavan gegen Hummels, Esswein ist da, kommt so nicht richtig hin. Allerdings alles unter Kontrolle. Guter Ball auf der Haag. Jetzt geht da vorne Leon Goretzka, verlängert den Ball gleich perfekt auf Sascha Mölders. Was ein Konter da von Augsburg, Mölders. Oh, kriegt ihn nicht unter. Riesenchance. Und das sind so Möglichkeiten, ja, die müssen wir fast nutzen. So viele werden wir da in Dortmund gegen den BVB nicht kriegen. Und die müssen dann letztendlich auch einfach mal rein. Auch wenn es nicht einfach war. Mölders da, ja, sich gegen die Innenverteidiger oder allgemein die Defensive des BVB durchzusetzen. Piszczek, Ball geht ins Aus, gibt nochmal den Einwurf. Oschrolek nach hinten gelegt. Knapp 13 Minuten jetzt hier schon vorbei. Ein Unentschieden wäre ein Traum. So viel können wir, denke ich, sagen. Reus, durchgesteckt. Goretzka kommt nicht hier. Nochmal zurückgelegt auf Schmelzer. Langer Ball. Kein Problem da für uns. Mölders. Ui, Mölders. Hallo, jetzt haben wir ihn. Sascha Mölders. Muss allerdings nochmal abbrechen. Ball zurückgespielt. Kommt nicht ganz an. Gündogan in den Lauf. Den haben wir wieder. Also ihr merkt, das ist heute nicht gerade sicher, was wir hier spielen. Was wir da veranstalten. Şalhanoğlu. Mölders. Fast ein bisschen zu defensiv, meiner Meinung nach, wie wir da agieren. Aber ich will auch nicht zu viel riskieren. Verhaak. Nochmal zurück auf Esswein. Esswein zieht in die Mitte. Das kann er gut. Zieht wieder Hahn.
Super gespielt. Oh, da muss er nahe kommen. Da darf er nicht gehen da vorne. Das hätten wir vielleicht noch so ein bisschen verfeinern können für das Dortmund-Spiel heute. Dass die Jungs dann nicht die langen, weiten Wege suchen, sondern mehr so ein bisschen, ja, versuchen per Kurzpassspiel nach vorne zu kommen. Das könnte oder würde, denke ich, besser klappen gegen den BVB. Der Ball ist zu weit. Aber ihr merkt auch, ne, der BVB trotzdem relativ einfallslos, wie die hier heute agieren. Hätte ich mir auch zumindest jetzt für die Anfangsphase ein bisschen mehr vorgestellt. Wirken so ein bisschen ratlos, wissen nicht, wie sie da durchkommen sollen, auch wenn wir überhaupt kein gutes Spiel machen. Also spielerisch ganz, ganz schlecht. Was die Defensive angeht, ist es ja noch in Ordnung. Solange wir nichts zulassen, passt das. Schmelzer, durchgesteckt, weil kommen wir da leider nicht an den Ball. Bender sieht Schieber. Gündogan, den sollten wir kriegen, den kriegen wir auch. Hahn, erstmal geklärt. Also das wird heute für Dortmund ein Geduldsspiel und ich denke für euch auch im Sinne von, bis wir mal eine Möglichkeit kriegen. Ganz klar, der BVB ist da einfach nicht mit Augsburg zu vergleichen. Çalhanoğlu, guter Ball nach vorne, da ist Mölders. Mölders, gut nach unten durchgesteckt. Mölders geht wieder, aber ich traue mich da nicht auf dem vereisten Boden den Ball zu spielen. Allerdings sollten wir ihn auch nicht direkt in die Beine des Gegners bringen. Da ist wieder Reus, Schieber. Vorne Henry, Miki, Darian. Zurückgelegt, Bender. Nein, komm, ich will den Mann. Bender, kommt schon. Da einen Ball gewinnt, genau so einen. Allerdings müssen wir dann den Ball auch kriegen. Dann kannst du so schnell umschalten, das gibt's doch nicht. Und Freunde, das war extrem geil gespielt. Und da hast du keine Möglichkeit. Klar, waren rennt er so ein bisschen weg vom Ball, beziehungsweise mit dem Ball ab in den Gegner. Und dann gibt's die Möglichkeit, jetzt vielleicht, es war ein guter Ball wieder auf Goretzka. Der ist natürlich besonders motiviert. Als Dortmunder gegen seine, als Schalke, um Gottes Willen. Als geliehener Schalker da gegen den BVB. Çalhanoğlu. Guter Ball. Hakan Çalhanoğlu, den kriegt er wieder. Çalhanoğlu. Kommt nicht ganz hin, weil Weidenfeller da ist. Und sich da den Ball klaut. Gegen Hakan Çalhanoğlu. Meine Güte. Fast die zweite gute Möglichkeit für uns. Oder die erste richtig gute. Eine hatten wir, aber das war dann doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber seitdem kommt von uns nichts mehr vom BVB. Kam auch nur eine Aktion. Also die sind auch noch nicht so richtig drin in dieser Partie. Piszczek. Aufgepasst. Der Pole. Flanke gut abgewehrt. Zunächst mal gut geklärt. Da kommen wir leider nicht mehr ganz hin mit Mölders. Gibt den Einwurf. Gündogan. Blaschikowski durchgesteckt. Piszczek zurückgelegt. Wieder Gündogan. Aufgepasst. Guter Ball auf. Piszczek ist zu weit. Gebt den Abschluss. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich gebe es hier zu, das ist ein relativ unansehnliches Spiel hier. Da gibt es kaum Höhepunkte, da gibt es kaum gute Szenen von beiden Teams. Also das wird vielleicht ein bisschen langweilig sein. Aber, und das ist fast noch ein bisschen wichtiger als die Unterhaltung hier, wir holen eventuell einen Punkt in Dortmund. Und das ist so wichtig. Das wäre so dermaßen wichtig für den Abstiegskampf. Dieser eine Punkt, der kann Gold wert sein. Weiter Ball, den sollten wir wieder kriegen. Oh, Freunde. Ball kommt da so ein bisschen mit Glück fast zum BVB zurück. Allerdings dann nicht ganz. Der BVB, der ist aber da hinten auch schon schwer gut geordnet. Also da ist es schwierig durchzukommen. So, und das war's erstmal. 45 langweilige Minuten sind vorbei, aber stand jetzt entführen wir einen Punkt aus Dortmund. Langsam. Und das ist das Gute. Wir gucken rein. Halbzeitergebnisse Nürnberg-Hoffenheim 1:1. Bayern führt in Gladbach mit 1:0. Frankfurt 1:0 gegen die Hertha. Und der Sportclub aus Freiburg zu Hause mit einem 1:1 Unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen. Aber, wie gesagt, ne, ununterhaltsam, so rum. Aber wichtig, der Punkt, stand jetzt. Kein Foul da an Reus, Glück gehabt, Esswein, guter Ball Mölders. Schauen wir vielleicht nochmal ganz unten, der kommt nicht ganz an. Wieder der BVB, oh, am Ball, Schmelzer. Reus, da müssen wir jetzt halt dranbleiben, da dürfen wir jetzt halt nicht so früh was zulassen, spät auch nicht, der ist weg, kommt keiner mehr hin. Gibt da den Abstoß. Den machen wir gleich wieder kurz, Klavan. Jawohl. Sieht gut aus. Mölders. Jetzt hat, komm, schönes Ding. Hahn gewinnt den Kopfball, glaube ich nicht. Sonst hätte er abseits vielleicht gepfiffen, der Schiedsrichter. Aber wir sind nochmal da, gegen Mkhitaryan, Gündogan. Die sind natürlich ballsicher, die sind gut, wie sie kombinieren. Das ist schwierig, sich da mal den Ball schnell zu schnappen und dann umzuschalten. Vor allem auf Legende. Aber momentan, wie gesagt, bin ich zufrieden. Und jetzt gibt es vielleicht die Kontermöglichkeit über Julian Schuster. Mölders ist leider nicht so schnell. Ganz unten vielleicht. Oh, das dauert eigentlich zu lang. Der Ball ist dann auch wieder weg. Gündogan. Dortmund spielt schnell raus. Da müssen wir dann aufpassen. Wenn du da mal
den Ball blöd verlierst, kommt Dortmund zu den Möglichkeiten. Esswein. Mölders, Esswein. Guter Doppelpass. Jetzt vielleicht mal eine gute Chance da. Esswein zieht in die Mitte. Esswein! Er geht nicht rein, der Ball. Ja, leck mich doch am Zückerli. Das ist unfassbar. Der will einfach nicht rein an den Innenpfosten. Und viel knapper kann der nicht wieder auf der Linie entlang trudeln als gerade. Letztendlich kann er es doch. Meine Fresse. Und solche Dinger müssen wir eben machen. Das ist das, was ich angesprochen habe. Sonst klingelt es hinten. Gut aufgepasst. Esswein. Schöner Ball. Mölders, gut gespielt auf Leon. Goretzka, der chippt ihn durch auf Hahn. Der chippt ihn, nicht gut genug. Oh, da kommen wir nicht hin. Langer Ball, Schuster. Schieber. Mensch, komm, ran damit. Jawohl. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Es ist passiert. Der erste Bock da hinten in der Defensive. Und schon klingelt, schon macht Schieber das 1:0. Die Dortmunder nutzen es eiskalt aus. Wir eben noch vorne mit der super Möglichkeit, der nicht rein wollte, der Ball, der am Pfosten wieder zurückkommt ins Feld. Und der BVB macht's besser. Das ist dann eben auch der Unterschied zwischen so einem Top-Team und dem FCA. Ostrolek, guter Ball. Çalhanoğlu wieder auf Ostrolek, kein Abseits. Ostrolek, nein, doch im Abseits, da hätten wir so viel draus machen können. Letztendlich gibt's den Freistoß. Und jetzt auch den Wechsel, ich würde sagen, wir gehen auch rein. Wir müssen ein bisschen was tun. Wartet mal, wir gehen es hier an. Und zwar stellen wir auf, halt. Wo ist es denn? Auf, hä? Wo haben wir? Wir haben doch zwei Spitzen gespeichert noch in der letzten Folge, weiß ich doch. Na, probieren wir es mal. Nein, wir probieren es nicht so. Wir gehen in die Formation. Da müssen wir schnell einstellen. War ja einfach ein normales 4-4-2. Oder? Mit breite Raute, genau. Dass wir da nochmal ein bisschen mehr Druck erzeugen. Jetzt will ich dann doch irgendwie noch, wenn es geht, hier die Punkte mitnehmen. Ich nehme auf jeden Fall Çalhanoğlu wieder raus, bring Altin top. Bring Soriano und, wartet mal, das machen wir so, so, so. Und dann bringe ich nämlich vorne noch Milik. Milik und Soriano, Doppelsturm jetzt. Dreifachwechsel also, 25 Minuten vor dem Ende, auf zwei Spitzen umgestellt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir zum einen irgendwie vorne die eine Möglichkeit, die wir vielleicht noch kriegen, nutzen. Zum anderen natürlich hinten keins kassieren, sonst ist da alles ganz schnell vorbei. Klavan, Klavan. Kommt der noch an? Der kommt noch an. Bei Altin top. Allerdings ist er auch gleich wieder weg. Reus. Oh, fast ein guter Zweikampf. Reus. Dann faulen wir ihn. Dortmund natürlich jetzt mit enorm viel Platz. Blaschikowski. Blaschikowski. Rausgelegt. Piszczek. Lukas Piszczek. Immer noch. Wieder Blaschikowski. Abseits gibt da den Freistoß für uns. So, jetzt gibt es hier nochmal Gelb, glaube ich. Wegen dem Tackling gegen Reus für Hong. Ist uns weiter Schnuppe. Und dann werden wir jetzt mal schnell umstellen. So, erstmal die Wechsel, kommt, zack, 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 Schiri. Wir haben nicht allzu lange Zeit, wir müssen jetzt Gas geben, Dortmund wechselt. Und zwar gehen wir, Ball muss erst ins Spiel wieder kommen, auf ausgeglichen und auf hoher Druck. Ich meine, wir müssen es probieren. Gehen wir sogar auf offensiv. So lange haben wir nicht mehr Zeit. Und in den letzten 10 Minuten irgendwie umzustellen, das bringt es dann auch nicht mehr. Gut gespielt, guter Ball auf Verhaag. Verhaag auf Esswein, der Ball kommt nicht an. Mkhitaryan. Oh. Oh, ja. Komm, Esswein. Nee, das ist nicht mal Esswein gewesen. Wir müssen. Doch, das war schon Esswein. Ich glaube, dem haben wir ja die 17 gegeben, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Altin top. Guter Ball. Doppelpass. Kommt nicht an. Oh, Mann, das war nicht schlecht gespielt. Aber da waren wir nicht spritzig genug jetzt. Im Antritt. Durchgesteckt. Hong zum Keeper zurück zu Hitz. Wunderbar. So, 10 Minuten knapp noch hier in Dortmund. Gibt's die erste Niederlage in der Rückrunde? Gut, ist das zweite Spiel. Das ist jetzt keine Megaserie, die wir da hatten. Aber wer weiß, scheiße. Breche ich nicht durch, leider. Dachte, das klappt, das geht auf. So wieder die Dortmunder. So, ich gehe auf sehr offensiv. Reus mit der Chance. Reus mit dem guten Ball. Und Schieber kriegt ihn nicht unter. Ganz, ganz, ganz viel Glück da bei uns, Freunde. Nochmal der Wechsel. Aubameyang für Blaschikowski. Dortmund. Es sieht fast so aus, als ziehen die sich so ein bisschen zurück hier gerade, was die Grundordnung angeht. Haben die Schiss vor uns, wer weiß. Guter Ball, gutes Ding auf Alex Esswein. Jetzt muss eine super Flanke kommen. Und die ist stark und der Kopfball von Soriano leider am Ende nicht gut genug. Man kann es mal probieren, allerdings hätte er da lieber schießen sollen. 5 Minuten noch in Dortmund. Gibt's den großen Erfolg. Altin top, guter Ball auf André Hahn, der hat viel Platz. André Hahn. Immer noch Hahn.
Flanke ist nicht gut. Haben wir nochmal. Eswein an Aubameyang vorbei. Eswein kommt nicht durch. Altintop kommt nicht ran. 88. Schieber. Rece geht ins Leere, aber wir müssen jetzt versuchen, aggressiv zu verteidigen, damit wir irgendwie die Kulle kriegen. Sonst ist es hier vorbei. Gut. 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 Ja. Ja, Soriano läuft. Soriano kriegt vielleicht nochmal die eine Möglichkeit. Jonathan, Soriano rübergelegt. Hahn! Er kriegt ihn nicht unter nochmal. Hahn und Weidenfeller ist da. Da war sie. Die eine Chance. In der 90. Und jetzt ist es aus, Freunde. Mann, Mann, Mann. Nochmal ein richtig guter Spielzug da kurz vor Ende der Partie. Am Ende schafft Hahn nicht den Ball aus 3, 4, 5 Metern am Keeper vorbeizubringen. Milik am Boden. Augsburg so ein bisschen am Boden. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine gute Partie gezeigt. Hinten diesen einen Bock verursacht. Und ihr seht, Dortmund hatte auch nur einen Schuss aufs Tor. Also das hinten gut stehen ist einigermaßen bis sehr, sehr gut eigentlich aufgegangen. Bis auf die eine Aktion. Und die nutzt dann ein BVB eben eiskalt aus. Zwei Schüsse haben wir sogar aufs Tor. Der BVB nur einen. Ausgeglichene Ballbesitzwerte heißt, wir haben eine gute Partie gezeigt. Gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga. Aber es ist auch ganz klar, du darfst gegen den Zweiten der Bundesliga verlieren. Brauchen wir nicht drüber reden. Ganz klar, die Punkte, die wir für den Nicht-Abstieg brauchen, die müssen wir oder sollten wir vor allem woanders holen im direkten Duell. Jetzt gucken wir mal rein. Transferangebot für Erik Tommy. Eine Saisonleihe. Die nehme ich mal an zum VfB Stuttgart. Zum FC Energie Cottbus. Darf er gerne mal ein bisschen Spielpraxis sammeln. Unser 19-Jähriger da. Das passt soweit. Ja. Ja, Hinteregger lasse ich mal noch drin. Ich glaube 750.000 war das. Wenn wir ihn holen wollen, aber eigentlich brauche ich ihn oder will ich ihn jetzt nicht mehr. Jetzt kommt eine Partie am 20. Spieltag. Oh, Moravec-Angebot, das ist geil. HSV. Nehme ich an, 1,8. Nehme ich an. Auch wenn es ein bisschen weniger ist als das, was er wert ist, aber er ist sehr unglücklich, will da weg und ja, wir sparen auch noch ein bisschen Gehalt, das ist wunderbar. Aktuell ist aus der Schweiz 3 Spieler, will allerdings nur die mit Detailinfo, da gibt es keinen, deswegen löschen. Österreich, genau dasselbe, da haben wir Hinteregger noch, 17 Tage noch, das dauert zu lang. Vielleicht für die nächste Saison einer, wer weiß. Wer weiß auch, was wir nächste Saison machen. So, Pressekonferenz. Motiviere ich nochmal unsere Jungs vom Spiel gegen den Club, gegen die Truppe von Gerd-Jan Verbeek. So, Hinteregger lösche ich doch, das können wir dann mehr nochmal machen. Transferperiode oder Transferzeitraum neigt sich eh dem Ende zu. Nochmal gescottete Spieler, Spieler verkauft, jawohl. Gescottete Spieler weg und aktuelles aus Deutschland weg damit, das ist in Ordnung soweit. Okay, was wir jetzt mal ganz schnell gucken können, spaßeshalber ist, was wir für Jobangebote haben von Hertha, Real Betis Sevilla und was hat man noch, Granada? Aha. Alles interessante Vereine, aber nicht so interessant, dass wir die jetzt irgendwie nehmen wollen. Was uns noch interessiert, ist jetzt erstmal die tabellarische Situation. Mainz weiterhin 15 Punkte, die Hertha auf Rang 17 mit 14, heißt, es hat sich eigentlich gar nichts verändert für uns. Das ist soweit gut. Immer noch 6 Punkte auf den 16., 7 sogar auf den 17. Da bin ich soweit zufrieden. Das ist wunderbar. Ganz klar. Guck mal, aber da haben manche schon wieder 20 Spiele, manche nur 18. Komisch. Vor allem, wie kommt denn Gladbach auf 20 mit sonst keiner anderen Mannschaft, die 20 hat? Haben da irgendwie ein paar Spiele anscheinend, die sie vorspielen dürfen? Was auch immer. Ist ja halb so wild. Ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part mit der Partie am 19., nee, am 20. Spieltag dann schon gegen den 1. FC Nürnberg. Da heißt es dann wieder Punkte holen im ersten ja, Heimspiel im Jahre 2014. Wollen wir natürlich gleich den Fans einen Sieg bescheren. Von dem her, wir sehen uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.